Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal No Pain No Game, heute mit einem weiteren Einheitenfokus, und zwar wollen wir uns heute die Druidikas anschauen und wie immer an meiner Seite der Major. Moin. Und bevor wir anfangen, ein klein wenig Werbung, und zwar, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann nutzt doch die Kommentarfunktion unter diesem Video und schreibt drunter, was euch gefällt, wo ihr noch Fragen habt, wo ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge habt. Sowas können wir super gut gebrauchen, das nehmen wir auf wie trockene Schwämme und versuchen uns da wirklich zu bemühen. Wenn euch das Video gefallen hat, tatsächlich, lasst doch ein Like da, und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, dann seht ihr nämlich immer, wenn ihr dann auch noch die Glocke aktiviert, wenn ein neues Video rauskommt, und ihr seid dann sozusagen immer up to date. So, Werbung, Cut. Jetzt können wir loslegen. Druidikas, Major, ich würde sagen, ich gehe einmal die Karte wie immer durch, so die Grundsachen. Du wirst da ein bisschen was erklären, was in Anführungsstrichen neu ist. Diese Karte ist ja jetzt schon einige Zeit raus, aber so Sachen, die wir noch nicht erklärt haben. Das sind ein paar Regeln, die du sonst nirgendwo anders oder nur an einer anderen Stelle oder so, zumindest bis jetzt, genau das meine ich. Also genau. Wir haben 100 Punkte für zwei Modelle. Das ist schon mal relativ viel. Wir sind Druide und Vehikel, oder nee, wir sind Ground Vehikel. Wir sind gar kein Druide, aber Ground Vehikel und Druide unterscheidet sich quasi bei den Ionenwaffen gar nicht so doll. Wir kriegen 3 Lebenspunkte pro Modell, in Anführungsstriche, kommen wir gleich zu. Wir haben natürlich keine Moral, weil wir Fahrzeuge sind. Wir haben einen weißen Verteidigungswürfel mit aber einen Defensiv-Convert. Und auf der Karte steht erstmal eine 1er-Bewegung drauf. Wir haben eine 1-3er Reichweite Dual-Twin-Blaster-Kanone oder Kanonen dann wohl. Und diese Blaster-Kanone, schätze ich mal, oder doppelt oder sowas, also Twin-Blaster-Cannon. Genau. Ja. Also rot, schwarz, schwarz, niederhalten, Frontbereich und immun gegen Deflect. Da muss ich auch kurz was zu sagen. Im neuesten RRG haben sie einen neuen Text für Immune Deflect eingeführt, oder Immune Deflect. Und zwar besagt der Text nämlich, dass die einzige Sache, die nicht mehr passieren kann, ist, dass du Wunden erhältst, weil der Gegner einen Surge Convert hat bei einem Deflect. Der Gegner darf immer noch Ausweichmarker einsetzen. Und der Gegner darf auch diesen zusätzlichen Surge nutzen, du kannst nur keine Wunden erhalten. Ah, okay. Gut, das ist mir wichtig zu wissen. Gehen wir mal erst, ich würde sagen, wir gehen trotzdem jetzt erstmal so die Sonderregel durch und dann gucken wir uns an, was wir denn erstmal für 100 Punkte haben. Nee, war super, war richtig genau an der Stelle. Also, wir kriegen die AI, also die, oder die KI wahrscheinlich, die AI. KI. Deutsch KI wahrscheinlich, eine künstliche Intelligenz. Mhm. Bedeutet, kennt ihr, wenn ihr nicht aktiviert worden seid mit einem Face-Up-Token, genau, dann muss die erste Aktion eine Attacke sein, wenn es möglich ist, ansonsten ein Move, oder? Na, Angriff oder Bewegung. Die Aktion, die da vorne, die da oben stehen, aus denen kannst du eine aussuchen, es muss nur eine von denen sein. Okay. Deswegen ist es auch nicht so eine krasse Restriktion wie sonst manchmal, weil in vielen Aktivierungen Bewegung oder Angriff die erste Aktion sein soll. Wobei die ja keine Waffe einbauen können, die dann irgendwie. Das Problem bei zum Beispiel den Kleinen ist ja, dass du, wenn du da noch eine 4er schwere Waffe drin hast, die Reichweite 4 hat, dann musst du mit der einzelnen Waffe schießen und darfst nicht erst einmal ranbewegen und dann mit allen Waffen schießen. Ne? Oder wenn du nicht in der richtigen Schussposition bist oder so und du kannst sie mit allen sehen oder decken, genau, oder sowas. Genau. Ich meinte nur, dass das hier zumindest, wenn du zielen willst, ist es nervig, aber es ist zumindest weniger restriktiv als in anderen Fällen, falls du keinen Befehl erhalten hast. Genau. Dann kriegen wir Schilde 4. Mach ich jetzt mal Vorgenerator. Mhm. Schilde 4, du kriegst 4 Schildtoken. Da könnte man mal zu erklären, wie funktionieren die Schilde. Das kennt man von Sabine und von. Kennt man noch irgendwer? Nee, ne? Nee, sie werden bei den Kommandodroiden auf einem Upgrade drauf sein, aber sonst nichts bis jetzt. Genau, dann erklär doch mal Schilde vielleicht, weil wir es noch nicht so oft haben. Ja. Wenn eine Einheit Schildmarke am Anfang des Spiels hat oder irgendwie eine Held oder sowas, dann legst du so viele Schildmarker mit der aktiven Seite, das ist die mit voll blau und eben schildaktiv, zu dem Einheitenanführer, steht zumindest im RG. Und wenn du gegen einen Angriff verteidigst, kannst du eine beliebige Anzahl dieser Marker eben auf die inaktive Seite, die leere Seite, die schwarze Seite umdrehen, um so viele Blockresultate hinzuzufügen. Es muss aber ein Reichweitenangriff sein. Und die können nicht von Peers entfernt werden, also von
Schlangen entfernt werden und wenn der Gegner dich mit Ionen X angreift, dann musst du gleich als erstes bis zu X, wenn der Gegner so viele Treffer hat, Schilde umdrehen. Mhm. Also, genau, also gut, sie können halt genutzt werden, um gegnerische Treffer und Crits im Fernkampf zu stoppen. Genau, es sind also sozusagen quasi so ähnlich wie zusätzliche Lebenspunkte. Ja. Die sich durch Generator 1 aber auch noch immer pro Runde ein aufladen. Also genau. Es muss aber einer vorher aufgebraucht worden sein. Also es muss schon einer auf inaktiv gegangen sein. Genau, was ist, wenn ich einen verliere? Dann und ich habe ja zwei Modelle, oder ich verliere zwei. Dann drehst du diesen Schildmarker auf inaktiv und mit Generator kannst du halt am Ende der Runde einen wieder auf aktiv ein setzen. Pro Dings oder ein insgesamt? Das heißt, wenn ich noch zwei aktive habe und zwei Lebensschilde verloren habe, darf ich dann auch zwei umdrehen? Nee, das ist, da gilt dafür die Einheit. Okay. Das Keyword. Okay. Gut, und dann haben wir den sogenannten Rad-Modus. Willst du den auch nochmal erklären? Weil ich ja gesagt habe, so ein bisschen in Anführungsstrichen, ja, wir haben Bewegung 1. Ja, wenn diese Einheit sich aktiviert, kannst du ihre Maximalgeschwindigkeit auf 3 erhöhen. Wenn du das tust, dann hast du bis zum Ende der Runde Deckung 2 und du kannst nicht angreifen oder aktive Schildmarker umdrehen. Der Weg, wie das Ganze... Also erstmal dazu, das kann halt dir die Mobilität geben im Austausch dafür, dass du eben in der Runde nicht schießen darfst, was halt natürlich schon ein Nachteil ist. Du kannst halt keine Schildmarke einsetzen, dafür kriegst du automatisch Deckung 2 unabhängig von dem Deckung nicht rum. Und das ist halt natürlich ein gewisser Trade-off. Mhm. Abhängig davon, wie viele Schildmarke du hast zumindest. Wenn du jetzt gerade eben nur noch einen oder gar keine Schildmarke mehr hast, dann ist es natürlich weniger nervig und das kann dir halt erlauben, eben ein oder zwei Züge im Spiel zu nutzen, um in die richtige Position zu kommen und von da aus dann nicht immer so ein bisschen zu repositionieren und zu schießen. Also irgendwie im ersten Zug, wenn der Gegner dir noch nicht so wirklich Ziele gibt, an die du rankommst mit deiner doch schon etwas kürzeren Bewegung, trotz der größeren Base, dann kannst du das in der ersten Runde zum Beispiel irgendwann spät nutzen, denn wenn du dich spät aktivierst, dann ist eben der Nachteil, dass du deine Schilde nicht nutzen kannst, nicht mehr besonders dramatisch. Um dann eben in eine gute Position zu kommen, von der aus du dann schießen kannst. Mhm. Ja. Das ist quasi das, was uns die Karte mitgibt. Ja. Dann lassen, bevor wir im Fazit mal noch einmal schon schauen, was du abdrücken könntest. Schusswaffe würde ich sagen. Also so. Das ist ja der Hauptaspekt der Figur. Also die zwei doppelten Zwillingsblaster-Kanonen. Genau. Können wir ja kurz sprechen. Also da würde ich sagen, erstmal Suppressive ist ein sehr gutes Keyword. Niederhalten ist sehr, sehr wichtig im Spiel und Niederhalten ist dadurch auch, wenn du dich niederhalten magst, kann sehr, sehr viel ausmachen. Das macht es sehr, sehr wahrscheinlich, dass eine Standardeinheit mit nur einem Moral eine Aktion verliert. Und wenn es eine mit zwei Morals gibt, ist eine Chance, dass diese Einheit die Aktion verliert. Und da es ja zwei Modelle sind am Anfang und auch Schilde wahrscheinlich für eine ganze Zeit lang erhalten wird. Zwei rote Würfel, zwei schwarze Würfel, kein Convert ist eine erstmal ganz gute Attacke. Wenn das auch natürlich so ein bisschen mit den Punktkosten zusammenhängt, wie stark die sein ist, beziehungsweise den dazu in dem Kontext gesehen werden muss. Mhm. Also die Einheit klingt jetzt erstmal so ein bisschen stumpfes Trumpf. Ne? Also klar kann ich mich mit denen schnell bewegen und muss gut taktieren. Aber im Grunde gibt sie mir jetzt nicht so richtig was. Also sie ist so ein bisschen tanky durch die Schilde, finde ich. Aber insgesamt doch. Also, lass uns doch mal ganz kurz schauen, was für Upgrade-Möglichkeiten. Ich habe ja hier. Da haben wir nicht so viel zu besprechen. Da ist ein Slot der Comms-Upgrade-Slot. Genau. Aber den kann man da ja schon reinmachen. Da man teilweise ja auch so ein bisschen weiter weg ist wahrscheinlich mit dem manchmal. Oder? Also, wenn wir gleich auf die Upgrades eingehen wollen, ich glaube, das eine Sache, der gleich auffällt, ist das neue Upgrade, was auch mit den, also neu in Anführungszeichen, was aber auch mit den Manufakturen rausgekommen ist, und zwar Linked Targeting Array. 5 Punkte.
und du erhältst Target 1. Wenn du einen Befehl bekommst, dann bekommst du einen Zielmarker, weil das eben zumindest in einigen wichtigen Zügen im Spiel, wo die Einheit eben wirklich fürs Spiel entscheidende Schüsse hat, da den wird der Befehl darauf dir erlaubt, einen Zielmarker zu bekommen, was dann mit den guten Würfeln natürlich viel, also relativ viel bringt. Und weil du eben in der Armee auch, wenn du sagst, du hast halt eine Reihe von Kampfdruiden, B1 oder B2, die sich halt einigermaßen selber befehligen können, dann hast du einen Grievous oder einen Dooku, dann kannst du halt auch leicht mal mit der irgendwie der 2 oder 3 generischen Kommandokarte oder auch einigen von manchen von deren eigenen Kommandokarten halt die beiden befehligen und dann nur noch den Commander im Beutel haben und dadurch dann eben sowohl die Kontrolle behalten über deine Einheiten als auch diesen Druidikas mehr Feuerkraft geben. Und das ist, glaube ich, da auf jeden Fall eine Option. Du kannst auch, das hat einer bei uns in den Kommentaren geschrieben, dass er gerne Comms Relays auf Druiden benutzt, um von denen für die Druidikas weiterzugeben. Sowas kannst du auch nutzen. Und so, da ist eine Reihe von Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Sache, die sich auf der Einheit lohnen würde, um eben diese Feuerkraft ein bisschen zu erhöhen, gerade gegen Deckung. Und ja, was du sonst noch machen kannst, ist, du kannst natürlich auch einen HQ-Uplink drauf tun. Das geht immer bei teuren Einheiten, die gerne dann aktivieren würden, wenn sie möchten. Und ja, ich glaube, dass das halt ein bisschen eher sonst auf Druiden in der Armee gemacht werden kann. Und dann, dass du die Befehlskontrolle über die Standardeinheiten damit behältst und damit Kommandokarten und so eben den Rest deiner Armee irgendwie befehligst. Ja. Wobei man dann immer darauf achten muss, dass man dann die AI-Attack noch hat, ne? Aber wie gesagt, deswegen ist sie wahrscheinlich auch so ein bisschen abgeschwächter hier. Ja, dann, ich hatte ja schon ein bisschen gespoilert, dass ich die Einheit so ein bisschen als stumpfes Trumpf sehe. Also, mangels anderer Alternativen aktuell, die B2 kommen ja demnächst. Die kosten halt mehr als eine B1-Einheit, die du sonst spielen würdest, aber werden, glaube ich, auch nicht so viel zu spielen sein, allein von der Funktion und von Zusammenarbeit mit dem Rest der Armee her, dass sie auf einmal alles andere da ersetzen. Also, ja. Ja, dann hau mal ein Fazit raus. Also, wie siehst du die Einheit? Jetzt unabhängig vom Mangel der Alternativen, findest du sie gut, schlecht, geht so? Ich finde die Einheit ist okay. Also, ich habe da keine krass polarisierte Meinung dazu. Ich glaube, dass es eine Einheit ist, die auf jeden Fall in einer wirklichen Gefahr steht, halt, oder sozusagen früher oder später in Listen ersetzt zu werden, weil das halt, also, ja, das ist jetzt ganz lustig, weil wir das natürlich früher bei einer in Fuchs und Soos nicht darüber gesagt haben, aber jetzt kennen wir ja auch schon viel, viel stärkere Einheiten an Fraktionen, viel, viel mehr Möglichkeiten, die alten Fraktionen haben. Das heißt, jetzt denkt man schon so ein bisschen eher darüber nach, dass manche Einheiten halt vielleicht früher oder später ersetzt werden in den Listen und in Fraktionen. Und das ist, glaube ich, eine Einheit, wo es sein kann. Und ich will mal kurz dazu sagen, warum. Und zwar erstmal, weil die Einheit halt nicht so viel Macht für ihre Punktkosten. Also sie hat irgendwie eine ganz, ganz gute Schussattacke, aber jetzt auch für die Punktkosten nicht so beeindruckend. Und gerade in einer Fraktion, wo das Tanken und so schon von den ganzen Kampfdruiden auf ihre Art und Weise viel gemacht werden kann. Aber es mehr die Frage ist, wo hast du nochmal eine Einheit, die das Spiel entscheidet, mehr für dich, die mehr Vollkraft mitbringt, die an einer bestimmten Stelle irgendwie ein Missionsziel hochholt oder sowas. Oder irgendwie solche verschiedenen Optionen, das Spiel zu gewinnen oder zumindest nicht nur zu spielen, eben mitbringt das nicht so da. Dann kommt dazu, dass die ganze Tankiness halt auf eine Einheit ist, die nicht so viel Feuerkraft und Bedrohung mitbringt, dass du unbedingt super das Volk für dich konzentrieren musst. Oder wenn, dann kannst du halt warten bis zu dem Moment, wo die Einheit wirklich in einer Runde zerschießen kannst, im Zweifel damit, um das Generator zumindest so ein bisschen zu negieren. Und ja, und auch so, dass es ein Fahrzeug ist, das heißt, Missionsziele sind in vielen Fällen nicht für diese Einheit verfügbar und das stört noch. Und die Reichweite ist halt auch, gerade wenn du bedenkst, dass du nur eine kurze Bewegung hast, wieder größere Base gleich müssen, aber dennoch, und dann schießen als sozusagen Threat Range, als Reichweite, in der du aktiv sozusagen nicht reinbewegen und dann schießen kannst, ist das halt, würde ich sagen, nicht,
nicht so sozusagen so stark, dass es ein ist, da sagst du jetzt, die ist, die willst du auf jeden Fall auch in der Zukunft sozusagen immer unbedingt beispielen. Und da glaube ich, dass das halt eine Einheit ist, die irgendwie solide ist und die gerade am Anfang, wenn es so ein bisschen, wenn es halt mehr aufeinander schießen sozusagen, keine Missionsziel weniger geachtet sozusagen, auf jeden Fall ihre Arbeit machen kann und auch jetzt nicht irgendwie die Fraktion irgendwie ruiniert, dass die Einheit spielen müssen, auf keinen Fall. Aber dass das eine Einheit ist, wo ich sagen würde, die ist halt nicht so stark für die Punktkosten, dass ich glauben würde, dass die unbedingt so lange, groß, also lange in der Fraktion kompetitiv zumindest bleibt. Hat Und es, ja. haben wir eigentlich schon was gesagt, dass diese Schilde im Nahkampf, wie die da funktionieren? Also, dass sie da nicht funktionieren, ich glaube, Ja, das war genau. explizit, aber nicht explizit da. Jedes Mal, wenn wir gesagt haben, wir sind im Fernkampf. Das ist noch eine Sache. Das ist halt auch eine Reihe von Wegen, wie du da drum kommst. Mit dem Lichtschwert, mit den Tauntauns. So. Dass da halt diese. Das natürlich, wenn du einfach so ein paar Beschuss dann drauf machst, dann ist es. Die gehen da nicht so viele Treffer nicht durch und die kommen wieder und so. Aber durch konzentriertes Feuer, durch Nahkampf oder einfach durch erstmal auf andere Einheiten fokussieren, ist das halt, ist diese Durchhaltefähigkeit halt nicht mehr nicht so beeindruckend. Ja, das ist dann ja eigentlich schon ein gutes Fazit, beziehungsweise so ein durchmischtes Fazit. Aber so richtig viel mehr über die Einheit kann man jetzt nicht sagen, oder würdest du sagen? Also beim 500 Punkte, da habe ich immer eine Einheit drin. Da spiele ich häufig drei B1, eine Druidica und Grievous. Und also die machen schon Schaden, so ist das nicht, ne? Also zwei rote und vier Nee, schwarze. das ist auch auf jeden Fall jetzt nicht eine irrelevante Schussattacke oder irgendwie sowas. Ich meinte nur im Vergleich zu 100 Punkten oder 110 Punkten oder 105 Punkten, ist das halt nicht, Bisschen mau, ne? genau, gerade wenn du bedenkst, dass eine ist, die dann noch keine Missionsziele halten kann, anderweitig. Die zumindest im Nahkampf hart ausgenommen werden kann. Und was ja auch wichtig ist, finde ich, gerade im 500-Punkte-Spiel bei so 100-Punkte-Einheiten, ist, dass sie eben gegen andere sehr, sehr starke Einheiten was machen können. Also so eine Einheit Tauntauns kann auch gegen gegnerische Einheit Tauntauns oder irgendwie gegen Luke oder irgendeine andere starke Einheit zumindest einen starken Charge reinbringen und durchrennen oder sowas. Oder so also gegen so eine Einheit auch eine Bedrohung auswirken. Luke ist auch unglaublich wichtig dadurch, dass er eine gegnerische wichtige Einheit bekämpfen kann, dass er gegen viele große, starke Einheiten traden kann oder eben sie oder sie sogar killen kann, wenn du richtig spielst, dass sie deine Bedrohung auswirkt und so. Sowas. Nein, der Death Trooper oder ein Boss oder ein Boba Fett oder sowas, die können auch alle viel machen gegen wichtige Einheiten. Und das ist was, was ich finde, was da auch so ein bisschen da ist. Zuerst einmal, die Einheit ist ja einfach schwach gegen Nahkampfeinheiten. Und die können selbst machen, das wäre auch was, was glaube ich bei 500 Punkten noch so ein bisschen dazukommt, dass da halt auch bestimmte Nahkampfeinheiten häufiger zu sehen sind, also bei Rebellen auf jeden Fall und auch bei, auch vielleicht noch, auch zumindest häufiger zu sehen als beim Imperium als sonst. Und dass das halt auch, finde ich, da so ein bisschen, es zumindest leichter macht zu sehen, dass du die Einheit vielleicht ersetzen wirst durch was anderes und da hängt ja davon ab, sozusagen, was rauskommt, wann was rauskommt und so. Also ich glaube nicht, dass die B2-Druiden das gleich machen werden. Die werden eher so ein bisschen ein Teil der B1-Druiden in der Armee vielleicht ersetzen. Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt der Panzer sein wird. Also ich glaube, dass der aufgrund dessen, wie er gebaut ist, und da können wir noch viel mehr drüber reden, in dem Video, das wir dann dazu auch machen werden, Spoilers, dass der eher so ein bisschen so eine Alternative ist, die so ähnlich spielen kann wie die, aber auch nicht automatisch gleich die unbedingt gleich verdrängen wird. Ich glaube, dass es halt interessant wird, wenn irgendwie die Kommandodruiden rauskommen, Sniper-Teams rauskommen, die Einheit Kommandodruiden als solches rauskommt, irgendwie Cad Bane rauskommt. Und auch dann ist es immer noch so, dass jetzt vom Listbuilding nicht so viele Optionen da sind, dass das vielleicht da wird. Aber ich glaube, dass halt je mehr Optionen rauskommen, desto häufiger wird es halt so sein, dass wenn du eine Liste anguckst und so, und da sind eben 100 Punkte oder sowas oder
150 oder so für eine Einheit, da, dass das halt immer, dass du zumindest halt siehst, dass da andere Einheiten sind, die vielleicht mehr machen können, die irgendwie vielleicht für die gesamte Einheit machen können, die mehr eine bestimmte Rolle auch erfüllen können. Also gerade eine Rolle eben entweder sehr, sehr viel Feuerkraft auf Reichweite, auch auf Höhereichweite mitbringen oder halt direkt irgendwie so eine, direkt eine Einheit, die einen starken Angriff an einer bestimmten Stelle machen kann, ein Missionsziel irgendwie erobern kann oder irgendwie auf der Flanke sehr viel machen kann oder sowas. Ja, dann lass uns doch mal oder erzähl uns doch mal, wie spiele ich die denn jetzt genau? Also, wenn man, also ein bisschen taktischen Hintergrund dazu vielleicht. Ja, die Einheit, die sagen wir jetzt mal, wenn, wie du meintest, wahrscheinlich in 500-Punkte-Listen häufig einmal dabei ist, in 800-Punkte-Listen wahrscheinlich zweimal, einfach durch die, die wir den begrenzten Raum, die Listen gerade haben, bei eben den Separatisten. Ist die Einheit in beiden Fällen sollte die erste sein, die der Gegner zu beschießen kann überhaupt, außer eben aufgrund der Position und so, wie der Gegner das, willst du am Ende der Runde eben den, willst du eben nach vorne rollen. Das heißt, dass du eben dem Gegner auch so ein bisschen die Möglichkeit gibst, sich in die Reichweite 3 zu bewegen, auf die eine zu schießen, in der Hoffnung, dass er eben da ein paar Schilder entfernt und du dafür dann eben mit mehr Einheiten sozusagen in die Reichweite bewegen kannst und dann selber schießen kannst. Und ja, du willst halt eigentlich, dass die Einheit zumindest so, wahrscheinlich so ein bisschen Beschuss abkriegt. Nicht zu viel, du willst nicht gleich, du willst die Einheit ja nicht einfach verlieren, ohne Grund, aber du willst es zumindest für die anderen paar Stellen wahrscheinlich leichter machen, zumindest die Schilde tatsächlich aufzubrauchen oder einige zumindest. Dann willst du halt versuchen, die Einheit, die schon mehr und zuverlässige Feuerkraft gerade halt niederhalten hat, um irgendwie sozusagen den Weg freizuhalten oder den Gegner sozusagen zu beschäftigen, bis halt ein Grievous oder ein Dooku mehr machen kann und irgendwie wichtige Positionen halt, was die Sicht, was Sichtlinie angeht, weil du willst mit der Einheit ja im schon dich möglichst wenig bewegen, vielleicht einmal bewegen, vielleicht einmal drehen müssen, aber ansonsten zielen, schießen. Da möglichst früh hinkommen, dann auch bleiben. Missionsziele sind in vielen Situationen für Einheit egal, außer du spielst durchbrechen, da kann das Rollen dann vielleicht sogar sehr interessant werden. Es wird die Einheit halt einfach schießen, sich so hinstellen, dass der Gegner vielleicht auch die Möglichkeit hat, auf dich zu schießen. In einem gewissen Maße wieder, das ist ein Generator, so ähnlich, das haben wir auch anders bei Boss besprochen. Mit seiner Regeneration will halt im besten Fall, dass du einen gewissen Beschuss auf dich ziehst, dass die eine gewisse Möglichkeit auf dich schießen. Aber, wie ich gerade meinte, einer der Wege, wie man das Ganze umgehen kann, ist halt sehr, sehr konzentrierte Feuerkraft, sehr, sehr viel Feuerkraft. Und da willst du natürlich auch so ein bisschen vorsichtig sein, was das angeht. Und ja, das ist jetzt keine sehr komplizierte Einheit. Das ist eine Einheit, die halt als Teil der Armee mit mehr Feuerkraft und nochmal Durchhaltefähigkeit eben auf jeden Fall. Trotz all dem, was wir gerade gesagt haben, wenn sie gut in der Armee gespielt wird, was beizusteuern hat, was eben das klassische Reichweite 3 Engagement angeht, was halt gerade noch bei neueren Fraktionen, aber auch insgesamt immer noch sehr, sehr wichtig im Spiel ist. Und ja, solltest halt versuchen, wenn der Gegner irgendwie schnelle Nahkampfeinheiten hat, Tauntauns gerade, aber auch irgendwie sonst ein Luke, ein Obi-Wan oder so, vielleicht versuchen die zu beschützen mit Grievous, mit der Bedrohung, die ausdrückt, dass eben, wenn der Gegner sehr mit so einer Einheit nah rankommen würde, dass du ihn damit mit großen Gegenangriff zu wagen, einen Gegenangriff mit Grievous zu machen. Die Einheit als Fahrzeug ist halt auch nicht verwickelt auch nicht in den Nahkampf. Das heißt, da kannst du halt auch Bedrohungen einfach mit Beschuss, dass die Einheit halt nicht in den Nahkampf kommt so richtig, weiterhin beschossen werden kann, dadurch dann eben die gegnerische Einheit dafür auszuschalten und stark zu beschädigen, wenn sie die Einheit angreift. Und ja. Das glaube ich sind so ein Die klassische paar Taktik Sachen, bei die dem. man, paar Sachen, die man über die, wenn man die Einheit Ja. einsetzen kann, über die man nachdenken kann. Und ja, Search Marker, Aggressive Tactics. Du kannst eben, gerade wenn du die Einheit auch befehligst und einen wichtigen Schuss hast und Link Targeting Array hast, dann kannst du halt dir einen Search Marker sonst für einen Angriff geben. Und dann kann die Einheit auch schon gegen, gerade wenn sie auf einer niederhält, schon ganz ordentlich schießen. Ja. Gut, Major. Dann bedanke ich mich wieder für die lehrreiche Einheitenfokusstunde. Glaube, Ich habe jetzt wieder wäre es viel keine gelernt. Stunde geworden. Nee, diesmal nicht. Ja, ich Vielleicht würde schaffen wir sagen, es ja nächstes Mal wieder.
Genau. Nächstes Mal tendenziell, es ist ja manchmal so, dass wir die auch anders aufnehmen, als wie sie ausstrahlen, aber tendenziell wird es entweder Grievous oder eins der neuen Super-Dinge, die da rauskommen. Ja. Na, gucken wir mal. Also, ich wünsche was und euch auch und wir hören uns. Ciao.